Die Fußball-EM 2020 wird in mehreren europäischen Städten auf dem gesamten Kontinent ausgetragen. Das gab die UEFA in Lausanne bekannt und folgt damit dem Vorschlag von Präsident Michel Platini. Schon im Vorfeld hatte sich Franz Beckenbauer offen für die Pläne Platinis gezeigt. Auf den ersten Blick erscheint sehr logisch, ja, denn das Europa ist ja jetzt nicht Afrika oder Asien, wo man da, was weiß ich, Stunden von einem Ort oder von einer Hauptstadt zur anderen fliegt. Der erste Gedanke, als ich das gehört habe, war Respekt. Hört sich sehr, sehr, sehr gut an. In einer ersten Reaktion bewertete DFB-Präsident Wolfgang Niersbach die Entscheidung als absolut positiv und kündigte an, der DFB werde sich auf jeden Fall mit einer deutschen Stadt bewerben.